16 Sportarten warten auf die motivierten Jugendlichen aus Schulen von Köstendorf bis St. Johann. Bevor es ans Ausprobieren geht, wird unter Anleitung der Unica Vital Coaches aufgewärmt. Dann geht es in den Stationsbetrieb. Ob Kampfkunst, Mannschaftssport oder Akrobatik auf dem Rhönrad oder Longboard. Auf die Schülerinnen und Schüler warten neue Sportarten und Bewegungsformen. Nicht jeder ist für Fußball zu begeistern, nicht jeder ist ein Skifahrer. Es gibt aber so viele verschiedene andere Sportarten. Ich glaube, dass für jeden das Passende dabei ist. So knapp vor den Ferien ist der Sporttag ein schöner Ausklang des Schuljahres. Speziell am Ende der Schulzeit, des Schuljahres, haben die Kinder wenig Power, ist die Luft schon ein bisschen heraus und das ist natürlich super. Manche sind da ganz schüchtern und so mit Tanz haben es die Jungs meistens nicht, bis dann wissen, was ist. Also es ist echt super, dass man es einfach einmal ausprobieren kann und das dann auch finden, ja, das ist doch was, kann doch was für mich. Ja? Also am besten gefallen hat mir bis jetzt das Hockey, weil da kann man gegen andere spielen und mir macht das immer viel Spaß. Also wir waren schon Longboarden, also Skateboarden und das Frisbee haben wir auch schon gemacht und der Parcours, der war auch voll cool. Für das nötige Know-how sorgen die Vereine der Sportunion Salzburg. Was Menschen glauben, dass Parcours ist, Hochhaus, Sprung übers Hochhaus, explodierende Helikopter, Polizei, Verfolgungsjagd. Was man glaubt, dass Parcours ist. Was Parcours ist, man sieht es hier im Hintergrund. Effizientes Fortbewegen mit dem, was Gott uns gab. Vor allem das Ausschöpfen des Potenzials des menschlichen Körpers, der körperlichen Fähigkeiten. Das ist Parcours. Einmal vorgezeigt, geht es auch sofort los. So auch beim Ultimate Frisbee, wo sich schnell Fortschritte zeigen. Frisbee kennt ja jeder, hat auch schon mal jeder geworfen, allerdings meistens nicht dort hin, wo man will. Und wir zeigen ihnen halt, wie es geht, damit es wirklich entweder wenn abschießen oder zu beim Schießen. Und vom Wetter her ist es super und die Kids nehmen das voll super auf. Probieren alles aus. Für die Vereine ist das Trendsportfestival eine tolle Gelegenheit, Nachwuchs zu finden. Talente sind jedenfalls bei jeder Station zu finden. Wir möchten, dass in diesem Fall heute über 500 Kinder diese Trendsportarten ausprobieren können und auch, wenn möglich, dann in weiterer Folge eine dieser Trendsportarten weiter betreiben und so ein bewegtes Leben haben. Es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Kinder zum Sport bringen. Ich denke auch, dass es im Grunde genommen sehr wichtig ist, dass die Kinder in der Schule viel zum Sport gebracht werden, um das Ganze dann einfach auch ins Private mitzunehmen. Für die Schülerinnen und Schüler geht es nun in hoffentlich sportliche Sommerferien. Motivation dazu haben sie heute jedenfalls getankt. Sehr gerne. Trinken.